Microsoft Teams hilft Hasbro dabei, den Prozess der Spieleentwicklung neu zu erfinden. Der wichtigste Teil dabei ist das Testen. Aber als die Pandemie ausbrach, konnte Hasbro niemanden mehr zum Testen in die Firmenzentrale einladen. Jetzt testet Hasbro mit Teams neue Monopoly-Spiele bei Familien zu Hause. Und so erhalten sie jetzt vielfältigere Einblicke von Familien aus der ganzen Welt. Wo ein Team ist, ist auch ein Weg. Mehr unter microsoft.com/teams. Von einem Termin zum anderen, ohne den Schreibtisch zu verlassen. Wenn dann noch die Kopfschmerzen dazukommen, ist schnelle Hilfe gefragt. Klicke jetzt aufs Banner und entdecke Dolormin Extra.
Wirkbeginn meist schon nach 15 Minuten. Kopfschmerzen? Keiner ist schneller. Dolormin Extra. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich bin auch noch da! Hallöchen! Endlich kann ich mich wieder das widmen, was ich schon lange widmen wollte. Kann sein, dass ich zwischendurch aufladen muss. Prost, Freunde, ich trinke auf euch mein neues Glas mit dem toten Kopf. So! Ich habe gestern so spontan meine E-Mails durchgeguckt und sehe, what the fuck, Terminator Underworld für 98 Cent schnell mal holen. Aber ein Zuschauer von mir war schneller. Erst einmal ein Dankeschön dafür. Da ich ja die Underworld, oder besser gesagt, Tomboyder an sich schon mega cool finde. Und es passt auch irgendwie. Ich habe es mir runtergeladen. Also ich werde wahrscheinlich jetzt gleich das Internet wieder verlängern. Und Leute, ich habe einen kleinen Durchbruch in Sachen Finanzen halt. Ich krieg richtiges Internet. Yay! Mit einem anderen werde ich schon versuchen. Aber dieses Video wird es auch, oder besser gesagt, diesen Livestream, den wird es auch im Nachhinein bei YouTube zu sehen sein. Also wir werden das heute so machen, dass wir Tomboyder spielen so lange, wie wir wollen. Und ich werde es separat, glaube ich, zurechtschneiden und werde das dann als YouTube-Video oder besser gesagt als Let's Play werde ich das dann auf YouTube hochladen. Würde ich mal sagen, let's go! Prost!
So, dann wechseln wir mal in die Game-Szene. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Oder besser gesagt, ich habe meinen Desktop ein bisschen aufgeräumt. Papierkorb, den muss ich noch leeren. Den habe ich vergessen zu leeren. So. Ja, die Fotos habe ich gerade... Hey, mach das nächste. Genau. Die Fotos habe ich gerade eben runtergeladen von Google praktisch gesehen. Und das ist so der Tomb Raider Underworld spielt. Das ist das Nachspiel von I'm Legend. I'm Legend haben wir ja praktisch gesehen, oder besser gesagt, wollte ich streamen, bin aber noch nicht dazu gekommen oder hab schon gestreamt, keine Ahnung. Warum macht er das jetzt nicht? Hallo Joker! Nee, das Bild gefällt mir nicht. Klasse. So. Ich muss kurz Internet nachladen, denn ich weiß, dass ich jede... Also ich verbrauche im Durchschnitt pro Stunde, oder besser gesagt pro Stunde, glaube ich, 1 GB. Deswegen muss ich ganz kurz noch aufladen. Ach so, nicht vergessen, wir neigen uns praktisch gesehen den Ende hinzu für die Leute, die es mit den Punkten fast so weit sind. Die letzten Punkte wird es nächste Woche geben. Und die Leute, die am die meisten Punkte haben, kriegen dann von mir ein Präsent oder was auch immer sie wollen. So. Jetzt hoffe ich mal, dass Tom weiter genauso startet, wie ich es ganz gerne will. So, ich habe mir hier jetzt so einen kleinen Ordner angelegt. Ich hab dir doch gesagt, ich muss die Auflösung anders machen. Toll. Statt sich um deine Punkte zu bemühen, würde ich mal an deiner Stelle herkommen. Joker! Okay. Ja.
heißt die? Haken. Schießen. Aha. Ich muss das Bild verändern und ich weiß nicht wie. Geht nicht. Da war ich doch nicht. Einen Augenblick. Warte mal, da war's. Grafik. Bildschirm. Nein. Guck dir das Fenster an. Die Auflösung zu hoch ist dort. Jetzt musst du was drauf. Das ist mir wurscht. Oh. So, dann würde ich mal sagen, starten wir. Wir sind Hobbyforscher. Achso. Das läuft besser, als ich gehofft habe. Yay! So, einmal kurz umdrehen, einmal kurz die Lara beobachten. Sieht sie nicht heiß aus? So. Ja, ja. Ach, eh. Hmm.
Feuerzeug ist komplett leer. Aber es ist ein Kontrollpunkt. Haben wir uns gut durchgemogelt. So. Hallo, lässt du dich bitte mal fallen? Danke. Pass auf! Warten Sie, das ist Lara. Ich weiß. Warte! Was gefunden? Geduld, Sip. Ich hab doch gesagt, dass unentdeckte Inseln im Mittelmeer ziemlich selten sind. Bist du sicher, dass dieser Professor Eddington weiß, wovon er redet? Wenn er sagt, dass Vater überzeugt war, hier den Weg nach Avalon zu finden, dann glaube ich ihm. Schon. Aber es ist... wir haben darüber geredet... Du hast geredet, Alter. Lass mich aus der Sache raus. Vielleicht gibt es Avalon wirklich, aber... Nur weil dir irgendeine Verrückte erzählt, dass deine Mutter noch lebt. Ich meine, ich will ja nicht herzlos erscheinen, aber die Vorstellung, dass deine Mutter in irgendeiner keltischen Unterwelt lebt, ist irgendwie krank, findest du nicht? Ich mache mir keine Illusionen, dass meine Mutter in irgendeinem mythischen Paradies hofhält, Alistair. Was ich will, ist die Wahrheit, egal wie sie aussieht. Ich rufe dich später an. Wir sind... Aha, so kann man also die Waffen zücken. Okay. Wie kann ich die Waffe ändern? Weil wir haben hier eine Harpune. Also es ist schon krass. Wir sind mitten auf dem Meer. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen bei einem Let's Play von mir. Und dann springen wir mal rein. Also... Ups. Oder muss ich da runter? Bin hängen geblieben.
sehe ja fast gar nichts. Also ich weiß, dass ich irgendwo muss ich hin. Da ist zum Beispiel ein Hai. Hi. Quallen, sehr gefährlich. Muss ich runter. War mir doch so. Aber ich würde ganz gerne Licht machen. F. Ah. Genau. Falsch. Was war das? Hoch. Okay, das heißt, ich muss da hoch. Ach so, mit Springtaste.
Na, lässt du das fallen? Sind aber wesentlich älter, nie im Leben 5. Jahrhundert. Und seltsam, trotzdem viel aufwendiger. Protonordische Runen. Mal sehen. Reich des Nebels. Das ist Niflheim, das Reich der Toten. Nicht Avalon, sondern das nordische Äquivalent. Ja, ja, Lara, du kleine Forscherin. Musst du hier runter? Hallo Mädel. Genau, Medikit wichtig. Achso, da. Muss man ja erstmal gucken. Der ist blind. So, Taschenlampe hier. Ich sehe ja fast gar nichts. Ich bleib mal ganz kurz stehen wegen Stream und mache euch Licht an. Thank you.
Leute, ich hole mir mal ganz kurz eine Milchschnitte. Ich würde mal sagen, wir machen uns heute einen geilen Mittwoch. Ein Mittwoch, der sich gewaschen hat. So. Warum ist mein CPU wieder so ausgelastet? Ich war nur ganz kurz weg. Ah. Ich glaube, ich muss mich sterben lassen. Ja, irgendwie. Was ist mit dir? Warum schlägst du mich? Ich will hier raus. Na, beherrsch dich. Lass deine Krallen bei dir. Darf ich bitte ganz kurz sterben? Ich komme gerade hier nicht weiter. Komm, schlag mich. Alter, der Bums drauf. Mein lieber Mann. Schlag nochmal. Gott. So, jetzt sind wir oben. Genau, da muss ich rauf. Oh.
Ich ahne, was mir kommt. Was ist jetzt los? Entschuldige mal bitte, darf ich wieder zurück? Hallo? Kann das jemand klippen? Mann, was ist denn das? Hört auf zu nerven. Meine Güte. Ich hätte da raufspringen sollen. Und jetzt stehe ich hier auf der Statue. Steht die ernsthaft gerade Kerzen gerade? Okay. Schleich dich. Ich komme hier wieder hoch. Aha. Ja, jetzt ist da aber die Planke nicht mehr. Ja, ein bisschen dappig im Schädel. Ja. Na! Geh weg mit deinen Tentakeln. Oder vielleicht doch die andere Seite? Hmm.
Also ich habe sonst immer die Frequenz habe ich sonst immer geschafft. Ja, ich muss ein bisschen auf mein Datenvolumen achten. Und da weiter kommen wir nicht, oder? Nee, wir müssen also rüber. Aber wie? Ich bin ehrlicherweise gerade überfragt. Ich glaube, wir müssen uns noch mal sterben lassen. Anscheinend hat er was dagegen, dass ich da hochgehe. Hallo Patrick! Siehst du, da kommen wir auch nicht weiter.
Ja, ich muss ja das Zahnrad, glaube ich, vorbringen. Genau, jetzt verschwindet man mit seinem Tentakel und das wird vorgeschoben. Hallo? Wie habe ich das gemacht? Ich habe keinen Plan mehr. Wieder hochgekommen, aber frag mich nicht wie. So. Back to the business. Ist wieder die alte Leier. Ach so haben wir es damals gemacht. Ja, jetzt check ich das wieder.
Genau, da war nämlich was. Und zwar, wir müssen jetzt dieses Ding da. So. V. Wir werden das E. Ach komm. Ich hoffe, der hat gespeichert. Ja, hat er. Wunderbar. Da darf ich mich nämlich überhaupt nicht ablenken lassen. Denn ich muss darüber eigentlich. Genau, ich muss nämlich irgendetwas verschießen. Das weiß ich nämlich noch, aber darüber zu kommen. Ah, jetzt hab ich's. Taschenlampe. Ja, wenn man nämlich auf ihn fällt, dann ist man nämlich instant tot. Aber ich habe es jetzt, Freunde. Also. F, Taschenlampe. Doch, oder? Irgendwie konnte man da hoch.
Das ist ja nicht umsonst sowas. Oder muss ich von der anderen Seite? Wir gucken mal von der anderen Seite. Irgendwie kommt man rüber, aber ich weiß nicht mehr wie. Weil man muss irgendwie die Hebel in Bewegung setzen, aber ich weiß nicht mehr wie. Also ich bin gerade lost, sagen wir es mal so. Und darüber den Sprung, den schaffe ich nicht. Ich lebe noch, das ist doch wunderbar. Trotzdem. Egal, jetzt sind wir wenigstens auf der anderen Seite. Dann können wir mal auf der anderen Seite gucken. Lara, du dummen Nuss! Geh weg mit deinem scheiß Tartakeln. Ich habe mir überlegt, wir machen es so, dass immer ein Level, also wir spielen ja jetzt gerade und wenn das fertig ist, machen wir jetzt zum Beispiel einen Cut und dann spiele ich was anderes und morgen kommt dann wieder ein anderes Level. Also wir spielen jetzt so lange, bis dieses Level erreicht ist und morgen kommt dann nochmal ein anderes Level. So.
Vielleicht finden wir hier eine Lösung. Bei dem komme ich auch nicht rum. Warum machen wir es so? So, wir bringen das Ding nämlich zum Fallen. Muss ich da runter? Was ist das? Hä? Ach so, ich muss ja klettern, habe ich ja ganz vergessen. Ich habe mit dem Tomb Raider Underworld für die Xbox 63 habe ich das. Und ich habe dort schon einmal durchgespielt. Ich glaube, ich habe einen ganzen Tag dafür gebraucht. Aber ich habe es durchgehabt. Thor, der nordische Gott des Donners. Was in aller Welt treibst du denn hier unten in Niflheim? In der Edda steht, dass Thor spezielle Eisenhandschuhe brauchte, um seinen mächtigen Hammer Mjölnir zu schwingen. Kann das sein?
Medikit besonders wichtig. Ich weiß nicht, hä? Irgendwie könnte man die Dinger werfen. Aber ich weiß nicht wie. Ja, hallo Gigi-Bärchen. Ja, gesponsert von einem Zuschauer. Und es läuft gut. Ja, oder? Sogar die Grafik ist noch tausendmal besser als auf der Xbox. Denn ich habe das Spiel auch auf der Xbox 63. Ich habe so das Gefühl, dass mein Fortnite-Account nicht mehr mein Account ist. Ich habe keine Macht mehr über meinen Fortnite-Account. Aber ist okay, dafür kriegt er eine Strafe. Option. Wie? Hängt der Stream oder was? Die Helligkeit ist so. Der Bildschirm, also es ist auf jeden Fall so angelegt worden. Was, warum? Warum mein Fortnite-Account nicht mehr mein Account ist? Und dreimal kannst du raten, wer gerade Fortnite spielt mit meinem Account. Aber irgendwie konnte man werfen. Ich muss bloß rausfinden, wie man wirft. Ja, ich habe mir aber überlegt, also ich spiele jetzt gerade ein Level. Und da ich das ja gleichzeitig auch noch auf YouTube hochlade, weil es ja auch noch mein Let's Play sein soll, deswegen wird es auch bei Tombider nochmal geben, damit ich das separat für YouTube halt hochladen kann. Ich wollte dir mal zeigen, das ist mein neues Streamglas. Da ist ein Totenkopf drauf. Das habe ich mir gegönnt bei Woolwood. Aber irgendwie konnte man werfen. Ich muss die Gewichte wieder in den anderen Raum bringen. Ich muss mich auf die Steinplatte stellen und die Steine durch die offene Tür werfen. Ja! Kannst du mir mal bitte sagen, wie? Relikte?
Waffenauswahl. Spiel fortsetzen. Ja, aber wie? Ach, T ist fallen, okay. Er hat einen. Ja, ist cooler. Er hat einen Fortnite-Account. Hat er früher mal Fortnite gespielt, aber er fand da halt das Bauen scheiße. Und da er schon mit meinem Account John Wick geholt hat, spielt er mit meinem. Hä? Bin ich doof? Wie war dieses scheiß Werfen? Sie macht hier die Wurfbewegung, aber irgendeine Taste muss noch muss genommen werden. Ich bin zu dappisch dafür. So kann auch nichts umkippen. Also ich habe ja... Das ist ja verschlossen. Das heißt, da kommt keine Kohlensäure raus. Und ich finde es gut. Also für 1,99 Euro finde ich das gar nicht mal so schlecht. H ist Schießen. F ist Taschenlampe. R ist Dings. Oder warte mal. Kann man die ziehen? Ich hätte es eigentlich gedacht. Ich kapiere es nicht. Sobald ich mit mich runtergehe, geht es mit mich zu. Ich würde jetzt ganz gerne meinen Controller anschließen. Oder mit Alt? Mit irgendeiner Taste könnte man werfen. Gehen alt, vielleicht ein F, Waffe wechseln, R, Haken. Ha. Der hat mir vorhin angezeigt, wie man springt, wie man wirft. Aber ich konnte das nicht so schnell lesen. Hat er überhaupt gespeichert? Ja. Mittelmeer.
Ich guck mal, ob man Controller anschließen kann. So. Ich würde mal sagen, selbst ist die Frau. Wenn der Mann gerade beschäftigt ist, selbst ist die Frau. So, einen Augenblick. Ich mache mal ganz kurz was einstellen. Hast du das gerade nachgelesen, oder was? Mal gucken, ob er meinen Controller anzeigt. Ich habe kein kein Dings, kein Kabel dafür. Hallo Marek! Aber irgendwie zeigt er mir das jetzt nicht an. Egal, scheiß drauf. Da ist... Es klappt nicht. Sobald ich nämlich runtergehe von der Plattform, geht das Ding nämlich zu. Hmm.
einen Augenblick. Das kann wieder tun. Muss ich halt mal ganz kurz gehen. Wie das war mit dem Werfen. Hast du eine Einstellung? Muss ich nicht einstellen. Der hat's mir vorhin angezeigt.
Nee. Jetzt sind alle Tasten in der Küche. Wieso schreibst du nochmal morgen? Warst du etwa weg? Frechheit. Ich gucke gerade nach, wie es im Internet. Oder ich muss mich sterben lassen, damit das nochmal angezeigt wird. Was anderes kann ich mir dann nicht empfehlen. Ich hab's. Wenn du so dappisch dafür. Das lass fallen. Das war nämlich die Taste, mit der man groß schreibt. Thor's hammer
Mjölnir konnte sogar Berge zermalmen. Aber was hat das alles mit Avalon zu tun? Du kannst doch die Taste, die, wo du groß schreibst. Da oben die Taste. Ich nehme an, sie sind unbestechlich. Richtig. Wir haben keine Munition. Und die haben uns hier zugepackt bis zum geht nicht mehr. Entschuldigung. Ach Mensch, Lara. Darauf. Ich habe nicht gesagt, dass ich eine Pro-Spielerin bin. Ich bin in anderen Dingen ein Pro-Spieler, aber nicht bei sowas. Mädel. Die kriegen wir noch.
Mann, Lara, beweg deinen fetten Arsch. Falle! Das ist unser Boot. Ach so, das ist unser Boot. Für das Spiel. Ja, die Grafik ist top und es ist auch geil, dass ich das überhaupt streamen kann. Ach, jetzt sind deine Arme wieder in Ordnung? Okay, let's go. Kannst du endlich mal ein bisschen rumballern, meine Liebe. Das nehme ich gerne. Oh, 6 Zuschauer. Herzlich willkommen alle in meinem Livestream. Ich werde dieses den juckt das nicht. Ich gebe dir keine Deckung. Da hast du deine Deckung mal gehabt. Ich glaube, du spinnst vor, mich zu schlagen hier. Gewalt gegen Frauen gehört weggesperrt. Ich hab schon vorhin gemerkt. Vorhin schon ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen verbuggt ist. Ich geb dir gleich Ziel in Reichweite. Stirb!
endlich! Oh, bin ich brutal? Hör auf zu jammern! Waschlappen! Guck mal, der liegt da noch. Boing, boing, boing. Da, friss das! Friss meine Muni! So. Ich geb euch gleich weg mit den Waffen. Benimm dich! Standbilder. Fina. Du hast die Quittung nicht mehr? Nein, es ist nichts angekommen. Ich muss mal ganz kurz was machen. Ne. Upsa. Der Nachbar neben mir, wenn der mitkriegt auf dem Flur, dass ich da bin, dann hätte ich schon längst einen Zettel. Und ich bin sonst immer zu Hause und selbst meine Nachbarn wissen, dass ich immer Pakete annehme. Du hast es doch mit DHL weggeschickt, oder? Wartet mal ganz... Scheiße. Ja, es ist wirklich scheiße, weil... da ist so viel Geld, was einfach mal im Umlauf... DHL-Päckchen. Ja, wie darf ich mir das Päckchen vorstellen? Ist es vielleicht... Vielleicht so ein Päckchen.
muss kurz warten, bis sich der Stream beruhigt. Normalerweise müsste eigentlich die Deutsche Post, also DHL, müsste da eigentlich helfen, weil im Grunde hast du das Päckchen ja auch versichert. Ja, und mit der geschriebenen Quittung kannst du bei der Deutschen Post nachhaken. Ist doch ganz klar. Du, es ist jetzt mindestens 2 Wochen her. 3 Pakete brauchen keine 2 Wochen. Ist egal, ob es ein Kaff ist oder nicht. Selbst aus Thüringen, aus Kreuzen, sage ich jetzt mal, und es ist wirklich ein Kaff, ja, da brauchen auch keine Pakete 2 oder 3 Wochen. Bloß ich kam mir dann halt in der Situation, kam ich mir halt doof vor, weil es kommt nichts. Päckchen heißt keine Sendungsnummer, Paket heißt Sendungsnummer. Ja, das ist mir bewusst. Deswegen habe ich ja drum gefragt nach einer Sendungsnummer, weil ich dachte, dass ihr das alles in ein Paket macht und ein komplettes Paket schickt. Dass man dann auch nachgucken kann, wo das Päckchen halt ist und so. Was denn der jetzt schon wieder? Warum beruhigt sich mein Stream nicht? Was ist da los? Ja, dann würde ich mal sagen, sind locker so sehr viel Geld im Umlauf, was hätte nicht sein dürfen. Wie gesagt, Joker kann dir versichern, wir waren vielleicht Montag mal nicht zu Hause, aber sonst sind wir fast jeden Tag hier und ich hätte das mitgekriegt. Selbst der Paketbote hat einmal bei mir geklingelt, weil ein Nachbar sein Päckchen da nicht annehmen konnte und ich war zu Hause. Der hätte mir bestimmt gesagt, wenn ich irgendetwas hätte oder sonst was, denn der hat in der letzten Zeit öfters meinen Nachnamen geschrieben als alles andere. Ja gut, dann hätte ich vielleicht, dann hätten wir das so machen können, dann hätte ich dir 18 Euro gegeben und fertig. Da hättest du anschreiben können. Aber mein Stream soll sich mal beruhigen oder muss ich erst das Spiel starten? Damit sich das hier beruhigt.
Ja, dann würde ich ein Schreiben aufsetzen und an den DHL-Boss schreiben. Dann würde ich richtig Druck machen. Oder zum Vorgesetzten gehen, da Welle schieben. Wenn der Vorgesetzte nichts kann, dann beim Boss. Zwei Monate? Alter, wo lebst du? Gib mir mal den Wohnort per WhatsApp. Ich muss es jetzt mal nachgucken. Das kannst du doch mir nicht erzählen. Mein Ex-Freund hat mir mal 10 Euro per Post geschickt. Nee, warte mal. Zweimal 5 Euro hat er mir geschickt. Und der Brief, der wurde abgefangen. Der wurde abgefangen und der ist nicht mehr aufgetaucht, der Brief, und der war weg. So, der ist tot. Noch irgendjemand? Ja, schießt du nur. So. Oh. Ich hab den abonniert. Sag mal, sind im Stream Lags oder spinne ich? Der hat mich erschossen! Okay, falsch. Mist, er ist zu klein. Jetzt kann ihn nur Lara benutzen, bis ich sie töte. Selbst das würde das Artefakt nicht... Wir laufen voll Wasser. Verdammt. Wir reden später weiter. Wirklich schön, dich wiederzusehen, Lara. Die
Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Probenglas sind begrenzt. Meine größte Erheiterung ist es, Amanda zu beobachten, wie sie dir nachjagt. Jacqueline Nadler, Sie wollen wohl ewig leben. Das muss gerade du sagen. Sie haben Amanda von Avalon erzählt. Wir haben nicht viel Zeit. Überleg dir also gut, was du fragst. Was wissen Sie über meine Mutter? Das Podium, das ihr in Nepal entdeckt habt, ist Teil eines, sagen wir, eines Reisegeflechts. Es brachte deine Mutter nach Avalon. Mein Vater hat nach Avalon gegraben, aber nur Niflheim gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Richard hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Deine Mutter ist nicht in Niflheim. Sie ist in Helheim. Wo ist das? Das werde ich dir sagen. Irgendwann. Aber wenn es soweit ist, brauchst du Thors Hammer, um hineinzukommen. Vielleicht hast du ja mehr Glück auf der Suche als dein Vater. Was wollen Sie damit sagen? Deine Antwort liegt an der Westküste Thailands. 17. Breitengrad. Ja. Erstmal rauskommen. Falsch. Hallo? Alter, die steckt fest. Hallo, wo geht's denn lang? Da hoch. Hallo Lara, beweg dich.
An dieser Stelle machen wir hier einen Cut, damit es ein extra Livestream ist. Und jetzt spiele ich gleich Stardew Valley weiter und Sturmgewehr passt. Damit es ein extra Teil für YouTube ist. Und morgen gibt es denn Thailand zu sehen. Keine der Ruinen ist von hier unten zu sehen. Und wenn Vater hier gewesen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern? Oder Ruinen unter dem Mittelmeer zu tun? Oder mit Avalon? Helheimsip. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus